Blizzard nämlich, und die haben ja derweil ja ein großes Problem. Das große Problem nennt sich nämlich immer noch der Skandal rund um die ganzen Untersuchungen bezüglich der sexuellen Belästigung, der Diskriminierung, aber auch ja, des Mobbings am Arbeitsplatz. Und nun gab es ja gestern unter anderem die Meldung, dass der Chef von Blizzard sich ja zurückgezogen hat. Dazu hatte sich ja auch jetzt dann vor kurzem der Geschäftsführer, der Chef von Activision Blizzard, also dem großen Konzern dahinter, nämlich Bobby Kotick, sich nämlich geäußert. Er meldete sich nämlich in einem offenen Brief an seine Mitarbeiter nämlich zu Wort, um natürlich auch Stellung zu nehmen um den ganzen Skandal drumherum bei Activision Blizzard. Er stellte auch damit klar, nämlich dass die Anschuldigung, dass die ernst genommen werden und die externe Anwaltskanzlei Wilmer Hale, so heißt sie nämlich, mit der Aufklärung und der Untersuchung der tiefsitzenden Problematik nun beauftragt wird, das Ganze zu dann spricht der Kotick dann Kotick. Ja. Auch guter Satz, guter Satz, sehr guter Satz. Ja, doch die Mitarbeiter sind, wie gesagt, mit dem Ganzen, was nämlich ihr Chef dort gesagt hat, nicht einverstanden. Denn wie aus einem aktuellen Bericht nämlich hervorgeht, haben die Mitarbeiter von Activision Blizzard vor kurzem nämlich eine Vereinigung gegründet. Ja, sie heißt nämlich ABK Workers Alliance, und die sich nämlich auch aus verschiedenen Studios sich nämlich zusammensetzen. Dazu gehören Blizzard, Bennox, Infinity Ward, High Moon Studios, Sledgehammer Games, Raven Software und viele andere. In einer ausführlichen Antwort auf die Stellungnahme von Bobby Kotick zu den Anschuldigungen machte dann auch die Vereinigung auch deutlich, dass sie sich entscheiden gegen das Management, gegen das Engagement, nicht das Management, gegen das Engagement der Anwaltskanzlei Wilmer Hale zur Wehr zu setzen, aus mehreren Gründen nämlich. Ja, sie stellen damit auch entsprechende Forderungen. Ganz oben natürlich die vorhandene Beziehung zwischen Activision Blizzard und den Führungskräften, sowie deren Führungskräften und der Anwaltskanzlei. Denn immerhin habe die Kanzlei schon mehrmals mit Activision Blizzard zusammengearbeitet, und dies stelle den Aussagen auch dieser Alliance, also von ABK Workers Alliance, einen nicht akzeptablen Interessenskonflikt dar und hat auch dann kein, garantiere auch dafür dann kein unvoreingenommenes Vorgehen. Also man rechnet halt damit, dass man das irgendwie kleinredet und dass der Skandal dann halt für Activision Blizzard irgendwie vorbei ist, aber so an sich nicht vorbei wäre. Insbesondere auch Stephanie Aitken, die als Leiterin der Untersuchungen nämlich eingesetzt wurde. Sie ist nämlich dafür bekannt, eher die Wohlhabenden und Mächtigen zu schützen, anstatt die Kleineren, also sprich die Mitarbeiter, die breite Masse der Mitarbeiter eher, also sprich quasi werden anscheinend dann wohl so die Anschuldigungen sollten oder könnten, ne, je nachdem, das ist die Befürchtung dieser Vereinigung, dass das so umgedreht wird von Avakin, dass die Mitarbeiter das eher erfunden hätten, anstatt dass es wirklich existiert. In ihrer Ansprache habe sie auch ganz offen von dem die Fälle hervorgehoben wurden, nämlich bei denen sie zu Wohle von Investoren gehandelt habe. Mitarbeiter und Angestellte habe sie hingegen niemals erwähnt. Also sprich die halt wirklich betroffen sind, nie im Leben. Und all diese Faktoren haben dann dazu geführt, dass, wie gesagt, die ABK Worker Alliance das Engagement von Wilmer Hale für die Untersuchung ganz überhaupt entscheidend ablehnt. Und damit bleibt auch abzuwarten, wie Activision Blizzard nun auf diese neue Herausforderung reagieren wird und wie man dann auch die Anschuldigung gegenüber dieser Anwaltskanzlei Wilmer Hale dann auch reagieren wird. Denn sollte es wirklich dazu kommen, dass Wilmer Hale das auch macht, was es ja auch so danach ausschaut, dann wird es wohl so dazu kommen, dass ja, dass man entsprechend dann wohl damit nicht akzeptiert, was dann die Anwaltskanzlei bei diesen Untersuchungen halt herausfindet. Und das kann natürlich dann auch zu einer entsprechenden, ja, schlimmen Konsequenzen weiterhin für Activision Blizzard dann auch noch kommen. Wenn wir sehen, was da noch passieren wird, das Thema ist weiterhin brandheiß und geradewegs auch noch, wo wir jetzt merken, gut, in 3 Wochen geht die Gamescom los, ob dann natürlich dann auch Activision Blizzard irgendwie sich dazu noch äußern wird. Werden wir sehen, werden wir mitbekommen. Hier bei der Echo TV, die Gamescom wird natürlich auch hier ein großes Thema sein. Also bleibt einfach mal dran, wie das dann auch aussehen wird. Und dran.